Das war jetzt aber knapp, ne? Gott sei Dank kam jetzt eine Tankstelle. Und eigentlich wollte ich in Slowenien noch tanken. Da hat Diesel 1,43 gekostet. Und dann sind wir die Grenze und da kam keine Tankstelle mehr. Inzwischen hat schon Reserve geleuchtet. Aber es hat sich gelohnt, hat ne? Hat sich gelohnt. Jetzt tanken wir hier auf der Autobahn für 1,39. Dann mache ich voll. So. Ja, letztes Mal, als wir in Kroatien waren, es 1,23 noch. Genau, ne? Genau. Wahnsinn. Da war es bei uns aber noch viel, viel, viel teurer als jetzt. Ja. Ja, komisch, bei uns ist es günstiger geworden und hier wird es teurer. Mhm. Ja. Ja, aber 1,40 oder 1,39 kann man auch sagen. Das geht nehmen auch. Wir mit. Das nehmen wir mit, genau. Und dann haben wir nicht mehr weit. Wir haben einen 90 Liter Tank. Ich bin gespannt, wie viel reingeht, sag ich. Wir haben einen 90 Liter Tank. Ja. Mir war es schon ein bisschen unbehagen. Also der Tacho hatte gemeint, wir kommen noch 80 Kilometer weit. Und wir hätten noch, glaube ich, jetzt 60 Kilometer bis zum Zielort. Mhm. Hätte klappen können. Aber ich bin mal gespannt, wie viel jetzt reingeht. Man muss es ja nicht ausreizen, ne? Nee, vor allem kurz erst ein Video gesehen, da sind welche liegen geblieben und da ging die Tachoanzeige nicht richtig. Das hätte uns jetzt so gefehlt. Gut, kennen wir das Auto ja noch nicht. Nee, und das hätte uns jetzt so gefehlt. Der Olli hat schon wieder Panik geschoben. Oh, hier ist kein Standstreifen. Na, eben auf der Autobahn kein Standstreifen, nur Notbuchten. Weil gerade wenn du so eine Bucht vielleicht brauchst, ist vielleicht keine da, ne? Du stehst mitten auf der Autobahn. Und läuft's noch? Ja, 40 Liter haben wir jetzt schon drin. Na ja. Oh, das habe ich auch selten, ne? Normalerweise funktioniert das nicht automatisch hier. Ja. Wenn der Tank so flach ist, ne? Aber hier läuft das so schön langsam. Kriegst du ihn immer öfters her? Ja, allein schon wegen dem Preis. Ja, und dann haben wir es wohl bald geschafft für heute. Und dann müssen wir uns bloß noch ein schönes Plätzchen aussuchen und dann werden wir uns erstmal ein bisschen erholen. Ja, also es wäre gut gegangen. Wir wären noch bis zum Campingplatz gekommen. Jetzt haben wir 18 Liter reingekriegt. 90 Liter Tank haben wir, also hätten wir mehr drin gehabt, als was er angezeigt hat. Einwandfrei. No, aber trotzdem, voll ist voll. Ja, lieber er zeigt ein wenig weniger an als zu viel. Genau. Aber her, den hebe ich auf. Einen wunderschönen guten Morgen aus Camp Kazela in Medulin. Und sowas sieht man nur, wenn man ganz, ganz früh aufsteht. Es ist kurz vor 7. Und ich war schnell mal mit David eine kleine Runde. Und dann hat es mich in den Fingern gejuckt, ich musste die Kamera rausholen. Wunderschön. Und sehr, sehr ruhig die ganze Nacht. Ja, ich würde sagen, es könnte ein schlechter gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Sag, du kochst uns jetzt einen Kaffee? Ja, einen Tee. Einen Tee. Einen Tee gibt's. Einen Früchtetee. Jawohl, und dann setzen wir uns raus und dann haben wir ein bisschen was zu erzählen. Genau. Hoch die Hände, Wochenende und Urlaub haben wir auch noch. Weihnachtsurlaub. Weihnachtsurlaub. Und wie ihr seht, wir sind nicht in Deutschland im Schmuddelwetter. Wie wir so jetzt ja Wetterbericht mitgekriegt haben, geht es ja da die nächsten Tage noch richtig ab. Also wir sind dem entflohen. Und zwar, wo sind wir? Medulin, Kroatien. Genau, auf Camp Arena Kazela. Da hat es uns hin verschlagen. Ja, wir hatten eigentlich jetzt richtig Glück, dass wir überhaupt noch fahren konnten. Ja. Die letzten 14 Tage lang war flach. Uns hat das große C erwischt. Ja, Corona. Und zwar richtig heftig. Also wir hatten es jetzt das erste Mal. Und ja, wie gesagt, von 0 auf 100 geht es. Also du fühlst dich ein bisschen krank und plötzlich bist du total ausgenockt. Ja. Und das so gut eineinhalb Wochen und dann, oder eine Woche hat es uns richtig heftig und so die andere Woche dann, naja, so dass man dann endlich mal wieder aufstehen konnte und ja, also wir haben daheim auch nichts weihnachtlich geschmückt oder Tannenbaum haben wir sowieso nicht aufgestellt, hatten wir ja eh nicht vor. Haben wir gar nicht geschafft.
Nee. Wir hatten auch noch andere Sachen vor. Wir haben das Update von unserem Radio mal gemacht. Ja. Also bevor wir Corona hatten. Ich wollte es eigentlich vor dem Urlaub noch schneiden und rausbringen. Keine Chance. Ich war zu nix fähig. Absolut zu gar nichts. Aber das kommt alles noch. Ja. Also wie gesagt, uns geht es immer noch nicht sehr gut. Ja. Wir haben noch, ja, an den Bronchien ist es bei mir noch dran. Ja, es hängt dann im Nasen-Halsbereich hängt alles nur wegen drin. Und aber wir sind nicht mehr positiv. Wir haben uns getestet, bevor wir losgefahren sind. Und dann haben positiv wir, sind wir nicht mehr. Genau, und das war dann der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind negativ, dann können wir uns auch in der Sonne erholen. Und haben unsere Sachen zusammengepackt und sind dann losgefahren und sind hier gelandet. Haben wir ein bisschen hin und her überlegt, wohin, aber für knapp, ja, für eine Woche eigentlich, ne? Zu weit mag's auch nicht weg. Und deshalb, wie gesagt, sind wir hier gelandet in Medulin bei Pula. Ist das unten die Spitze von Istrien. Und wir haben Glück mit dem Wetter, ne? Ja, jetzt momentan scheint noch die Sonne. Soll auch ganze Weihnachten so andauern, ne? Ja. Und nach Weihnachten ist Bewölkung drin, aber mal gut. Also mal gucken, aber aktuell hat es 16 Grad. Und man hält es in der Sonne wirklich ganz gut aus. Eigentlich auch ohne Jacke, aber das ist uns jetzt dann doch ein wenig... Nicht, dass wir gleich wieder einen Dämpfer wegkriegen. Also wir sind jetzt ein bisschen vorsichtig noch mit uns so irgendwie ein T-Shirt hersetzen. Wobei man es bestimmt auch im T-Shirt aushält, ne? Locker. Ja, also wie gesagt, wir haben uns hier im Camp Kazela eingenistet, sind hier angekommen, haben uns erstmal umgeguckt und waren echt erstaunt, ne, dass so wenig los ist. Es ist jetzt Weihnachten, also morgen ist dann Heiligabend. Heiligabend. Und ja, es ist kaum was belegt. Es ist ein Waschhaus offen, das zeigen wir euch alles noch. Wir müssen uns erstmal einen Überblick noch genau verschaffen. Aber was wir so jetzt gesehen haben, ist ein Waschhaus offen. Da stehen auch ein paar Camper. Da haben wir zuerst überlegt, ob wir uns hinstellen. Aber dann haben wir gesagt, mein Gott, wenn wir so weit fahren und wollen das Meer sehen, dann stellen wir uns auch vorne hin. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, günstig ist es hier nicht. Nee, günstig ist es nicht. Ja, also für absolut nach Saison. Ja. Also wir bezahlen jetzt hier für den Platz 20 Euro, pro Person 7 Euro. Mhm. Und der Hund? Der Hund kostet auch nochmal 4,50 Euro. Genau. Also finde ich schon teuer. Also der Hund, für den ist absolut gar nichts geboten. Noch nicht einmal Hundetüten haben wir gesehen. Hundetüten? Nicht einmal, das sind zwar so Mülleimer für Hunde, aber da sind keine Beutel drin. Nee. Und da scheint auch schon lange kein Beutel mehr drin gewesen zu sein, weil da sind lauter Zigarettenkippen irgendwie reingesteckt. Also, wie gesagt, wir müssen uns aber noch mal genau umschauen und das zeigen wir euch dann alles so im Laufe der Zeit hier. Was wir im Vorfeld gelesen haben, in Medulin drin selber soll so ein Weihnachtsmarkt sein. Da sollen auch abends so Veranstaltungen oder was sein. Das werden wir uns vielleicht noch mal angucken, wenn wir Lust haben. Je nachdem, wie wir uns fühlen. Ja, genau, je nachdem, wie wir uns fühlen. Wir sind jetzt in erster Linie hier, um uns zu erholen, einfach runterzukommen, unsere Erkältung gar auszukurieren. Und einfach das schöne Wetter jetzt genießen, auch wenn wir gar nichts machen, ne? Ja. Ja, es sind jetzt noch nicht viele Camper hier, ne? Mm-mm. Vielleicht 12. Was wir jetzt gesehen haben. Ja, was wir jetzt hier vorne sehen. Vielleicht 12, die Mobile Homes, dass nur einige sind. Mobile Homes sind bestimmt einige besetzt. Genau. Und ja, wie gesagt, das Waschhaus ist ja wegen weiter abseits von hier. Und deswegen denken wir auch, dass hier in dem Eck, also ganz am Schluss hier oder ja. Das war der einzige Bereich, wo wir noch so beamen konnten. Ne? Die Plätze alle Richtung Waschhaus. Die waren, also erste Reihe war alles reserviert, angeblich. Ja, angeblich reserviert. Das hier war der erste, der frei war, den wir einfach nehmen konnten. Ne? Dafür haben wir halt jetzt einen weiteren Weg zum Waschhaus. Also Toilette wegbringen ist ein Stück. Duschen und so weiter ist ein Stück und so weiter. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir haben einen Roller dabei, also Toilette und den Rest, das können wir alles mit dem Roller dann machen. Und ja, den brauchst du aber wirklich. Also hier ist er wirklich. Also jedes Mal die Toilette weglaufen, das wäre schon. Du bist ja hin und zurück bis einen Kilometer weg. Ganz, ne, ganz. Also. Ja, ich schätze mal, 500 Meter sind das hin. Ja. Doch, locker. Wasser haben wir hier, Abwasser haben wir hier am Platz, Strom haben wir. Ich nehme euch jetzt mal vor und zeige euch nochmal. Das Wasser. Oh, und das riecht, ne? Das riecht nach Meer. Herrlich. Das Rauschen, die Sonne. Und wir haben jetzt den 23.12., haben eine Woche Urlaub. Wir müssen am 2. Januar wieder um 22 Uhr auf Nachtschicht. Das heißt, wir werden am 1. Januar nach Silvester
ja, wieder zusammenpacken und nach Hause fahren. Und hoffentlich sind wir bis zum 2. Januar dann richtig gesund wieder. Aber ich denke, die Meerluft, die wird uns ganz gut tun. Na Manu. Ich habe gerade gedacht, jetzt hast du schön unsere Konstruktion hier gezeigt, wie wir unsere Kamera aufstellen. Ja, ich hatte jetzt keine Lust, noch einen Tisch rauszuholen. Nee. Ich denke, das war es jetzt von Anfang an schon mal. Ne? Und sollten wir uns hier dann nochmal umschauen, dann nehmen wir euch mit. Und hier ganz am Ende des Camps sind auch nochmal riesige Plätze. Da haben wir. Ja, so ein Bianca könnte man gebrauchen. Leider nichts offen. Und das ist der Hundespielplatz. Das Alltagsgeschäft, ne, Olli? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bevor sie zu schwer wird. Ich fahre die lieber jeden Tag weg. Und das funktioniert wunderbar. Also der Roller, genial. Ja, für solche Sachen, ne, wir stehen hier wegen weiter weg vom Waschhaus. Dafür ziemlich alleine. Aber da braucht man ehrlich gesagt schon so einen Roller. Weil wenn du nämlich dann mit der Toilette oder zum Abspülen oder zum Müll wegbringen oder zum Duschen jedes Mal da vorlaufen musst, ne, dann wird es irgendwann ein wenig zu viel. Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen perfektioniert. Perfektioniert? Ja. Da bin ich mal gespannt, ob deine Perfektion hier auch. Ja, habe ich die ganze Zeit schon gemacht. Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen. Das funktioniert wunderbar. Na denn, viel Erfolg. Und da fährt er hin. Und so schön stehen wir hier. Und wie gesagt, schön abseits. Wir haben unsere Ruhe noch. Und ja, genießen die Sonne. Schaut euch das mal an. Eine prächtige Aussicht hier. Und das ist Richtung Medolin. Da führt auch ein Weg. Fahren wir nach Medolin rein. Das werden wir auch mal alles mal ausprobieren. So kann man es aushalten. Ja, da bin ich wieder. Ja,
auf dem Weg vom Campingplatz nach Medulin. Also kommen wir am Wasser entlang fahren. Ist ein Weg. Und ja, es sieht hier richtig, richtig schön aus und vor allem schön ruhig. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste man da vorne dann irgendwo beim Hafen rauskommen. Aber jetzt habe ich mal anhalten müssen, weil ich musste euch das zeigen, weil es sieht schon richtig hübsch hier aus. Das ist zwar jetzt kein toller Badestrand, aber einfach die Sonne und das Meer. Ach, herrlich. Ne, Olli? Das Meer nicht schön? Sehr schön. Jetzt haben wir wieder keine Mikrofone dran, aber man hört dich vielleicht trotzdem ein bisschen. Ja, schön. Ja, haben wir richtig gemacht, schön, oder? Macht Spaß hier lang zu fahren. Ja, ja. Können wir ganz gut machen. Ja. Bin mal gespannt, wo wir gleich rauskommen. Ich denke mal irgendwo im Hafen rum. Am Hafen. Gucken wir mal. Also fahren wir weiter. Ja, wir sind an den Weg weitergefahren und sind tatsächlich hier in der Nähe von der Marina rausgekommen. Da drüben ist so eine Flaniermeile. Ist natürlich alles zu, ganz klar, aber es sind anscheinend ein Restaurant, Eisdiele und Verkaufsbuden nacheinander. Da ist bestimmt dann einiges los, wenn das dann im Sommer hier oder in der Saisonhalle im Betrieb ist. Und hier ist so der kleine Hafen mit den Mietbooten, in Fischerbooten. Auch da hinten sind ein paar größere, ein paar Segler. Oh, schönes Licht. Fantastisch, echt. Ich glaube, davor, wenn wir noch fahren, müsste dieser Weihnachtsmarkt sein. Habe ich vorhin was gesehen einmal. Ich glaube, der hat noch zu, aber gucken können wir ja mal. Ne? Ja, vorbeifahren tun wir. Auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es die Tage ja noch, weil der geht ja auch über Weihnachten hinaus. Echt? Ja, der ist auch nächste Woche noch. Naja, gucken wir mal weiter. So, hier scheint tatsächlich der Weihnachtsmarkt zu sein. Schön geschmückt. Und mit diesem Licht natürlich grandios hier. Aber der Weihnachtsmarkt hat noch zu. Oder hat heute zu. Oder macht später auf, keine Ahnung. Nix los. Schade. Gibt kein Glühwein. Und Karpfbratwurstbrötler. Ein Bratwurstbrötler wäre jetzt nicht schlecht gewesen oder Glühwein, ne? Ja, ne? Wäre ich halt dabei gewesen. Schade. Ja, du kriegst ihn da. Okay. Alles in allem ist es sehr ausgestorben hier. Wir haben jetzt zwei Lokale gesehen. Eigentlich bloß ein Lokal, wo man essen gehen könnte. Eine Bar und eine Cafeteria war da, ne? Ja. Also, wir waren jetzt beim Plodine, haben jetzt mal eingekauft. Weil mit großartig essen gehen wird es hier wahrscheinlich nichts werden. Nee. Und wir wollen es ja auch ausruhen, weil es soll ja den Stress ausatmen. Also ja, wir müssen heute noch vor zum Essen, wenn wir nicht kommen. Und zu Hause einkaufen war auch nicht mehr so viel, weil es ging ja dann doch alles holde die Bolde. Auf einmal ging es dann doch. Ja. Aber naja, wir machen das Beste draus. Verhungern werden wir nicht, wir haben wegen was dabei. Und wir lassen es uns gut gehen hier, ne? Oh, ein bisschen reinspitzen kann man schon mal Tomaten besorgt und Käse und ein wenig Brot. Und Toastbrot habe ich mitgenommen und Aufbackbrötchen. Wir haben noch ein wenig Bratwürste eingefroren.
Und einen Schaschliktopf haben wir dabei. Rouladen. Ein paar Bananen haben wir mitgenommen. Ah ja. Wir dürfen bloß nicht vergessen, es rauszutun auf dem Geschirrer. Ja. Hübsch gemacht, ne? Ja, ist niedlich. Bin gespannt, wie das vielleicht. Vielleicht schaffen wir es ja die Woche irgendwie, dass wir mal abends daher können. Ja, aber komisch, dass das jetzt zu hat. Ab 16 Uhr. Ach so. Ist geöffnet. Wie spät haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sogar 16 Uhr. Ja, so lange warte ich jetzt aber auch nicht. Ich möchte meine Füße hochlegen. Genau. Fühle mir noch nicht so gut. Ich bin ja nur vor Dorf. Ja. Ja, es muss bloß das Wetter so gut bleiben. Ja. Weil mit Sonne ist alles angenehmer. Man sagt zwar immer, solange es nicht regnet, geht's, ne, aber. Sonne ist schon schön. Oh, und schon sind wir zurück am Campingplatz. Wieder da.